Hey ja, willkommen zurück zu Holiday Lemmings 1994. Heute am 19. Dezember 2013 oder irgendeinem anderen Jahr, wo ihr das hier guckt. Und zwar machen wir heute ein weiteres Level. Und zwar das achte vom 20 Schwierigkeitsgrad. Damit beenden wir heute die erste Hälfte von diesem. Und zwar mit dem Level Sir Edmund T. Lemming. Haben wir in diesem Level 80 Lemminge zur Verfügung. Alle davon müssen das Ziel erreichen. Höchstrate von 30 und 6 Minuten Zeit dafür. Okay, gucken wir uns das an, gucken wir das Level mal an, meint ich. Ja, und zwar fangen wir hier an und sollen uns da hoch, da hoch, da hoch, überall hoch. Ach du meine Güte, da zum Ziel hochbauen. Das geht aber hier wiederum wieder gar nicht, weil wir hier zu hoch wären. Da fallen die alle tot runter und fallen alle runter und sind tot. Sagen wir lieber so. Also wir müssen uns irgendwie von hier unten hochbauen. Upp. Bis wir irgendwie dann hier da hinkommen. Und dann, ja, das heißt, wir müssen hier irgendwie nach unten kommen. Irgendwo muss es eine gute Position geben, wo man runterkommen könnte. Ja, hier würde es sich anbieten, ne, hier runterzukommen. Aber, da, um da hochzukommen, ne, wie kommt man denn überhaupt hin? Ja, dann fängt es schon hier an. Wie kommt man hier zwar hier hoch? Ja, das ist ziemlich blöd, weil hier ist schon eine Schräge und dann so ein Ding. Und wir haben gar keinen Blocker, wir dürfen auch keinen zurücklassen. Also, tja, ich weiß nicht. Ich würde fast meinen, es ist besser, wenn man unten rumbuddelt. Ja, das meine ich jetzt ernst, unten rumzubuddeln, weil oben, wie kommt man nicht mehr hoch rechtzeitig? Dann müssen wir noch hier überall hoch, an diesen ganzen Zacken. Hier zum Beispiel, oder auch da, und wie gesagt, auch hier. Dann wieder hier und da, also an jedem blöden Zacken müssten wir ein paar Brücken hochbauen. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt reichen würde mit den Brücken. Mit 50 klingt zwar viel, aber bei so vielen Zacken hier, ich weiß nicht, ob das irgendwie so viel wäre. Ja gut, hier würden wir ein paar überspringen, weil wir hier, wie gesagt, eh nicht lang können, aber ich glaube, wir müssen uns unten rum. Da würde ich sagen, ja, los geht's. Ja, legen wir mal los und gucken, wo wir denn mal den ersten hinsetzen. So. Okay, das sieht gut aus. So, dann sind die auch tief genug. Oh, okay. Da haben wir uns ja direkt dahinter gebaut. Das heißt, sie können ja dann wahrscheinlich hoffentlich durch bis am Ende. So, wenn wir hier tief runter. Und los geht's. Ja, der buddelt jetzt mal in die Richtung. Bis dahin hin, viel Spaß. Ja, haben wir schon den 19. mittlerweile. Also, wie schnell die Zeit vergeht, ja. Jetzt, ab morgen beginnt die heiße Phase, ja. Die 20er Tage, die letzten 4 sind meistens nochmal die heiße Phase. Wollen nochmal ihre Geschenke kaufen und so weiter. Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr mittlerweile schon Geschenke gekauft oder wenn ich so eine Planung, wie ihr Weihnachten feiert oder auch nicht feiert, wie man sehen möchte. Wer nicht feiert, das ist vielleicht aus religiösen Gründen. Aber gucken, dann können wir überhaupt so ein Let's Play hier zu so einem Spiel? Weihnachts-Let's Play, obwohl man an Weihnachten gar keinen Bezug hat aus der Religion heraus oder ähnliches. Oder er sagte lieber, es ist E-Kommerz. Ja, lass mal dazu sagen. Ja, natürlich ist es Kommerz, ne? Aber wenn man sich überlegt, schenkt ihr denn sonst euren Liebsten irgendwas im Jahr? Es geht ja nicht darum, von wegen was kaufen oder so, sondern ja, vielleicht mal kochen oder Blumen oder sonst was. Schenkt ihr denn euren Liebsten mal was oder verzichtet ihr drauf allgemein? Kann ja auch sein. Kann ja auch möglich sein. Ich weiß es ja nicht, ja. So. Ich weiß es ja auch, ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt. Aber ich habe ja sicher die Erfahrung gemacht, wenn man außerhalb von Weihnachten was schenkt, dann würde man es irgendwie falsch angenommen, irgendwie falsch, ja, irgendwie falsch interpretiert, irgendwie. So ein Geschenk außerhalb von Weihnachten, wenn man Weihnachten zwar gar nichts schenkt, ja. Irgendwie ist es dann falsch aufgenommen, aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, ist ja mir mal so passiert. Deswegen schenke ich außerhalb von Weihnachten in der Regel nichts, außer zum Geburtstag natürlich. Weil es irgendwie dann einfach, ja, einmal falsch aufgenommen wird, sowas bei mir. Ich meine, ich hoffe, ihr habt da andere Erfahrungen gemacht, aber, weil man muss ja irgendwie mal schenken, ist ja
eine gute Sache, ja, von wegen einfach mal zu sagen, ja, ich hab dich gern, du bist mir wichtig oder so ähnlich. Ja, also, ja, deswegen sollte man manchmal seinen Leuten mal was schenken, aber ja, bei mir, wie gesagt, kam außer von Weihnachten, das kam das nie so wirklich an, in dem Sinne, wie es an Weihnachten ankommt. Ist halt ein bisschen blöd eigentlich, aber ja, bei mir ist das halt leider so. Ich hoffe, ihr habt da bessere Erfahrungen gemacht. Wünsche ich euch wirklich. Wäre sonst mir blöd. Ja, wäre sonst eher blöde. So. Ja, wo sind wir hier bald am Ende? Ja. Deswegen. Aber eigentlich, wenn man es gesagt hat, ist Kommerz, sollte man trotzdem an anderen Tagen halt was schenken. Egal was es ist, ja. Sei es mit Anwesenheit, aber das bildet ja nur für Leute, die man nie sieht. Dann kann man ab und zu mal mit Anwesenheit schenken. Aber, naja. So. Oh ja. Müssen wir mal hier durchkommen. Gleich mal bauen hier. Na, wo bleibt denn hin? Na also, geht doch. Was wollt ihr denn eigentlich machen? So, jetzt versuchen wir hier rauszubauen und irgendwie. So. So. Ah, die kommen auch raus. Gut, hoffentlich reicht das jetzt auch. Oder wir ein Problem haben. So. Ah, nicht mehr viel Zeit, ne? Aber wird schon reichen, hoffentlich. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Habe ich zu früh gemacht. Ja, die sind immer noch unterwegs. Ich sehe die ja gar nicht auf der Karte. Das ist das Problem. So. Okay, aber wir kriegen das hin. So, es ist jetzt funktioniert. Da rauszubauen. Ach, das sollte aber reichen. Das sollte reichen. Ja, das sieht gut aus. Ja, haben wir das hingekriegt. Das ist aber gar nicht so leicht. Ja, das reicht. Gut. Jetzt sehe ich zwar noch nicht, wo die sind, aber die tauchen schon auf. Da sind sie ja schon. Ja, hat noch gereicht. Ja, hätten wir halt noch rausbuddeln können aus dem Loch, wäre aber schwieriger gewesen, glaube ich. Anstatt. Gut, die sind relativ hoch übersprungen hier. Haben es jetzt hingekriegt. So. Wir tauchen auf der Karte wieder auf. Ja. Sehr verwirrend, ey. Wenn man das so tief gebaut hat, dass sie gar nicht auftauchen. Aber auf jeden Fall, ja. Ja. Das hat gereicht. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja, war aber auch nicht so einfach. Ja, war jetzt gut. Das war halt einfach. Waren nur wenige Schritte, aber man muss mal den richtigen Zeitpunkt erwischen. Ja, wie gesagt. Weihnachten, wie gesagt. Wenn ihr nicht feiern sollt, dann solltet ihr trotzdem Leuten was schenken. Ja, halt zu anderen Tagen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt da auch mehr Glück, was das angeht, dass das von den Leuten nicht falsch aufgenommen wird. Und wegen, oh, ihr schenkt mir was mit einem Jahr. Sagt, es geht ja nicht, auch nicht darum, von wegen große Geschenke, sondern auch kleinere Sachen. Wird auch teilweise falsch aufgenommen. So ist es bei mir so. Ich hoffe, wie gesagt, dass es bei euch besser ist. Auf jeden Fall war es das mit dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und denkt an die Kommentare. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Also, bis morgen.